Also V700 Cleantech, der komplett überarbeitete Teigteiler für die Industrie. Wir haben hier eine 3-6-Kammer-Maschine, was ich gleich noch erklären will. Der wichtigste Punkt, den wir hier sehen, ist allerdings, dass wir den Teigteiler mit einer neuen Unit ausgestattet haben. Diese Unit ist eine SR-Unit, eine säureresistente Unit. Das heißt, die komplette Teigteileinheit ist aus einem neuen Material und dieses Material ist speziell gehärtet. Die Verschleißzeit oder die Lebensdauer dieser Maschine ist mindestens doppelt so lang, wie eine herkömmliche Maschine hat. Und wir sind jetzt dabei, vielleicht sogar die dreifache Lebensdauer zu erreichen. Was dazu kommt, ist, dass uns diese Unit ermöglicht, die Maschine auch mit Wasser zu reinigen. Wir haben also eine Washdown-Lösung. Dazu kann ich den kompletten Kolbenbereich ausbauen, die Unit mit Wasser reinigen und die gesamte Maschine mit Wasser reinigen. Wir haben den Elektroschaltkasten hier an die Seite gebracht. Der war vorher unter dem Messkammerbereich. Er ist also aus der eigentlichen Teig- und Schmutzzone raus. Er ist speziell gekapselt, sodass ich auch keine elektrischen Probleme bekomme, wenn ich das mit Wasser reinige. Und wir haben viele Kleinigkeiten und Features an der Maschine geändert, die das Ganze sehr viel hygienischer machen. Wie ich schon sagte, haben wir hier jetzt eine 6-3-Kammer. Wir haben hier eine Vorrichtung, wo ich 6 kleine Kolben zu 3 großen Kolben verriegeln kann. Das gibt uns ein sehr großes Gewichtsspektrum und ich habe natürlich bei 1500 Maschinenbewegungen in der Stunde, die die Maschine macht, maximal zwischen 4500 und 9000 Stücken in der Stunde, die ich damit produzieren kann. Ein weiterer Punkt bei dieser Maschine, der ganz wichtig ist, ist, dass auch hier auf die Hygiene Acht gegeben wurde. Ich kann also diesen kompletten Wagen mit den Transportbändern, die darauf montiert sind, ausfahren, kann ihn in die Spülküche fahren. Die Motoren sind IP65, sind also schwallwassergeschützt. Man hat weiterhin die Möglichkeit, die Bänder zu entspannen. Das ist vollautomatisch, sodass ich unter dem Band perfekt reinigen kann. All diese Dinge, die wir hier zeigen, gehören zu unserer Cleantech-Version und somit wird der Betrieb, der jetzt mit dieser Maschine arbeitet, immer mehr den Anforderungen der Auditoren und der IFS-Zertifizierung gerecht. Wir haben uns sehr intensiv mit Hygiene befasst und sind viele, viele Schritte weitergekommen und heute können wir sagen, dass wir mit dieser Washdown-Lösung dem Kunden ein Handwerkszeug an die Hand geben, wo er wirklich über die nächsten 10 bis 20 Jahre problemlos mitarbeiten kann.